Gut. Jetzt kriege ich bestimmt raus, das war alles umsonst. Und ich hätte den Weg gar nicht laufen müssen. Irgendwie sieht es hier aber aus wie ein Hotel. Aber da komme ich von hier aus nicht hin, ne? Nein. Speichere ich jetzt mal. So. Schauen wir jetzt mal, ob wir vielleicht doch hier einen Weg finden. Vielleicht da. Da ist noch eine Tür. Die ich nicht aufkriege. Oh. Ist doch nicht wahr. Hier gibt es auch nichts, wo ich mich durchducken kann oder sowas. Der ganze Weg war jetzt wieder für die Katz. Oder kann ich vielleicht da bei dem Ding noch weiterlaufen? Beim Gitter? Gitter, sage ich schon, beim... Das sieht so aus, als könnte ich hier runterlaufen. Aha. Ich möchte da runter. Irgendwie sieht das auch nicht richtig aus. Ist. Gott, dieser Schrei. Sag mir nicht, ich laufe jetzt den ganzen Weg wieder zurück. Einfach muss ich da oben eine Sackgasse. Natürlich ist hier oben eine Sackgasse. Wie komme ich denn zum Hotel? Ach, warum stelle ich mich jetzt gerade schon wieder so doof an? Hier ist auch keine Leiter. Ich habe das Gefühl, das da ist irgendwie das Hotel. Obwohl es jetzt gar nicht so schick aussieht. Ich bin gerade total überfragt. Ich werde wohl optional über die Dinger drüber schreiben, weil... ist jetzt nur eine halbe Stunde rumgesuche und eigentlich gar nicht den Weg finden. Kann ich jetzt wieder durch das Loch zurück oder muss ich jetzt halt aha, es vibriert. Was eigentlich heißt, ich kann da wieder runter. Geht tief nach unten. Oh nein, sagt für sich, ich muss den ganzen Weg wieder zurücklaufen. Oh Mann. Ist das gemein? Ich hätte einfach noch gespeichert da hinten. Das hätte ich mich jetzt einfach umbringen können. Da wäre ich bei meinem Speicherpunkt wieder rausgekommen. Also, den ganzen Weg wieder zurück. Hooray. Ich finde ja auch nirgendwo irgendwie einen Anhaltspunkt. Oder habe ich was übersehen?
Im Rennen ist mir aufgefallen, hier hört man richtig den Wind pfeifen. Das höre ich ja jetzt halt nicht so. Weil ich halt die Boxen recht leise habe. Geht weg. Ja. Dann kannst du wieder zurücklaufen. Nur weil er nicht ins Loch springen will, ich fasse es nicht. Hat er doch beim ersten Mal auch überlebt. Ich hätte mich jetzt lieber durch die ganzen Hunde geschlagen. Vor allem, weil auch der Weg hier so weit ist. Geht doch alle weg, ihr doofen Tauben. Bleibt doch da mal oben. Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, um diese etwas langweilige Laufpassage zu überbrücken. Hey. Ja, was ich jetzt so mitbekommen habe, einigen gefällt das Spiel hier nicht so. Also den einen nicht, weil es auf Japanisch ist, den anderen nicht, weil, ja, keine Ahnung. Also mir gefällt das Spiel an für sich ganz gut, wenn man jetzt halt das schon mehrfach erwähnt, das mit dem Inventar und mit dem Waffensystem ein bisschen anders gemacht hätte. Wobei das mit dem Inventar kann ich irgendwie noch, damit kann ich irgendwie noch leben, aber das Waffensystem, das ist echt total in die Hose gegangen. Aber wie gesagt. Entschuldigung, musst du husten. Wie gesagt, kein Problem. Wenn Waffen kaputt gehen, ich habe nur ein Problem, wenn ich halt da keine Kontrolle drüber habe, indem ich halt irgendwie einen Schadensbalken sehe oder so. Und halt einfach draufhau und eigentlich nur hoffen kann, dass nach jedem beendeten Kampf mir die Waffe einfach nicht kaputt geht. Okay, jetzt bin ich falsch gelaufen. Hier ist die Treppe, wollte ich schon sagen, die Leiter. Das finde ich irgendwie ein bisschen blöd. Wobei, ja, das mit dem Inventar, es funktioniert ja bei Resident. Ich weiß, bei Resident Evil gibt es auch. Zumindest mal jetzt hat das, was ich bisher gesehen habe. Bei Resident Evil 4 hat ja Leon den Koffer. Und bei Resident Evil 1 und 2 ist das ja auch. Resident Evil 1 und 2, ja. Die anderen kenne ich alle nicht. Ich habe das auch. Doch, die 5 kenne ich noch. Ich glaube, das ist auch begrenztes Inventar. Da funktioniert das auch, aber. Naja. Ich habe damit noch nie spielen müssen, deswegen finde ich das ein bisschen seltsam. Ich habe da, wenn nur in begrenzte Items, die ich mitnehmen kann. Also bei Final Fantasy jetzt halt wie nur 99 Potions kann man mitnehmen und so ein Kram. Das ist eigentlich so das Einzige, womit ich mich bisher habe rumschlagen müssen. Wobei das natürlich das Extremfall ist. Ich habe da auch mal ein Spiel gespielt, da war das wesentlich knapper bemessen. Ich bin gerade wirklich total
hilflos, weil ich keine Ahnung habe, wo ich hingehen soll. So viele Orte gibt es ja nicht, die ich hier erkunden kann. Und ich suche jetzt schon eine Dreiviertelstunde nach einem Eingang zum Hotel. Irgendeinem geheimen Weg, keine Ahnung. Ja, kann ich hier vielleicht durch das Auto? Nein, kann ich nicht. Ja, sag mir doch mal, wo ich hier das Hotel finde. Maunz mich nicht an, sag mir, wo ist Hotel. Ist aber auch kein Weg. Wenn es hier so weitergeht, dann muss ich nachgucken. Treffpunkt für verlorene Kinder. Ach, wie süß. Bin jetzt auch gerade irgendwie total genervt. Kammer des Grauens. Ah, da hatte ich dann recht mit dem Spukhaus. Da stand es auch gerade. Spukhaus. Gebt Ruhe, doofen Tauben. Das sind hier irgendwie so verdächtig. Ach, na kommt. Also das ist doch jetzt halt ein Witz, oder? Ich war doch hier an der Tür. Und ich konnte nicht rein. Hallo. Ach du Scheiße, ich bin ja fast tot. Ha, ha, ha. Was zur Hölle? Ach so, ich bin ja auch 50.000 Mal runtergefallen von dem. Von dem Ding. Oh, ich war doch hier an der Tür. Warum ist die nicht aufgegangen? Sag mir nicht wegen den Dingern, den Tauben, dass ich da nicht reinkam. Oh. Dreiviertelstunde verschwendet. Super. Oh mein Gott, es ist Tag. Mondhügelkirmes, Hotel Curator. Oder Curator. Ich würde aber jetzt, hätte gerne jetzt einen Speicherpunkt, weil ich fast tot bin. Das wäre sehr nice. Vielleicht ist im Hotel einer. Oh, ist das schön. Das erste Mal im Spiel richtiges Tageslicht. Oh mein Gott, ist das schön. Ah, da ein Lagerfeuer. Kristallscherbe. Ja, ich werde jetzt hier mal speichern. Da. Doch, da. Werde jetzt aber eine neue Aufnahme starten, weil das ist mir die einzelne Datei zu groß, aber ich spiele dann auch gleich wieder weiter. Bis dann.